Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die oder 7 Days zum Graben. Ich finde den Schatz nicht, also ich bin hier schon am Stein angelangt. Hier ist meine kleine Höhle. Es ist fast schon Untergrundbasis. Und ich finde den Schatz nicht, keine Ahnung. Komm, bitte, bitte, bringt mir Glück, jetzt oder nie. Ja, es ist heute Nacht auf jeden Fall Horde Nacht. Und wir gehen da dann auf jeden Fall zurück mit oder ohne Schatz, mal gucken. Und werden den Barbecue-Grill heute testen. Ich habe zwar kein bisschen geschafft, irgendwie weiterzubauen, aber ja, ich bringe ein bisschen, ja, Sand mit nach Hause. Hier ist leider kein Sand, hier ist nur Erde. Die mag ich überhaupt nicht. Aber mal gucken. Auf jeden Fall. Ich hätte den Schatz aber gern. Kann doch nicht sein, dass der hier verschollen ist für alle Zeit. Wir hatten das Ding hier überhaupt vergraben. Irgendwo hier. Muss er doch sein, Mensch. Gib mir den Schatz. Bitte, bitte, bitte. Kleidung oder Unterschlupf. Ja, ja, sei leise. Gib mir einfach den Schatz. Ich probiere. Ich grab jetzt noch mal ein bisschen und ja, mal gucken. Ich denke aber, ich finde den eh nicht. Keine Ahnung. Der ist zu gut vergraben. Na, 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 komm, jetzt. Jetzt vielleicht. Nein, jetzt. Nee. Na gut, ich grab noch ein bisschen, solange ich Geduld habe und oder bis ich einen Schatz hab. Na toll, Athletik auf 100, aber kein Schatz. Ihr seid doch doof. Gib mir bitte den Schatz. Ich hab ihn. Na toll, dafür? Dafür? Für das, das hier. Oh Gott, ich hasse Schätze sammeln. Boah, das war so fies, das war so fies. Wie lange ich da jetzt gegraben habe. Aber Gott sei Dank, letztendlich haben wir es ja noch bekommen. Jetzt nichts wie weg von diesem verfluchten Ort hier. Ab, zurück. So, okay. Jetzt mal schön warm angezogen. Dann können wir ja jetzt vielleicht zum Händler fahren. Da ist noch ein Zombie. Ich dachte gerade, da rennt ein Hirsch. Hirsch hätte ich mitgenommen. Zombie lasse ich stehen. Blei brauche ich auch nicht. Da habe ich jetzt massenweise zu Hause. Und zwar massenweise. Ich würde sagen, wir fahren zum Händler. Verkaufen schon mal die beiden Schätze, was wir bekommen haben. Und eigentlich ist aber noch Zeit. Also wir machen zwar heute die Horde-Nacht auf dem Barbecue-Grill. Und ja, ich glaube, Schätze rausbuddeln ist genauso, wie soll ich sagen, eintönig wie Klotzen bauen für den Fels in der Brandung. Deswegen versuchen wir, und ich hoffe, ich habe da nicht ganz so viel Pech, doch noch die Wüste zu finden. Also den Schatz in der Wüste. Und ich hoffe, der andere Schatz da rechts neben der Stadt ist nicht ganz so eklig wie das gerade hier in dem Schneegebiet da. So, das verkaufen wir. Das nehmen wir mit, falls es Munition gibt. Was verkaufen wir? Ich kann mich auch wieder umziehen. Es war mir halt einfach viel zu kalt. Die können, obwohl ich weiß nicht, wie es so ein Ding jetzt ist. Mal gucken, ob der Händler Erde mag, aber ich glaube nicht. So, gucken wir mal, was wir dafür kriegen. Ach so, danke. So, Mantel kann ich eigentlich auch gleich ausziehen. Your money is welcome here. So, erst klicken, dann sprechen. Okay, willst du nicht, dann schmeiße ich es dir einfach hier in die Hütte. Willst du auch nicht, dann so. Willst du auch nicht. Obwohl, Schneeball würde ich sogar mitnehmen, dann brauche ich nicht mehr zum Wasser latschen. So, aber die da verkaufen, verkaufen,
verkaufen. Maschinenpistole würde ich sogar behalten. So, jetzt gucken wir mal, was hast du denn alles Schönes? Nichts von Interesse, so wie es aussieht. Mal wieder Stahlschaufel. Ah, die Reparaturkits könnte ich mitnehmen. So, weil ich habe halt jetzt auch einiges Öl eben verbraten, um Molotow-Cocktails für heute Abend herzustellen. Erdbohrerteile wären cool, wenn er hätte, aber er hat nur Kettensägenteile. Letztes Mal habe ich mir nämlich einen Erdbohrerkopf gekauft. Aber nichts dabei. Oh, 4 Dinger. Die nehmen wir mit. Ja, müsste reichen. Was hast du an Munition? Ne, hier. Nichts von Interesse. Ich weiß nicht, diese 44er Magnum seit Alpha 16 finde ich kein bisschen mehr. Ich glaube, ich habe eine Trommel davon gefunden und das war's. So. Aufsitzen. Und ab zum nächsten. Autsch. Nächsten Schatz. Beziehungsweise zum alten. Sollen wir erst probieren die Wüste? Oder erstmal gucken, wo der andere ist? Au. 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 Oder erstmal zu dem anderen dahinter gucken. Der da. Ach komm, wir gucken da rechts, weil die Wüste wissen wir schon, dass die eklig ist. Ich probier's. Ich probier's. Jucker habe ich, glaube dabei, falls ich Hunger krieg. Fahren wir einfach mal rüber. Nein, bitte sag nicht, dass es in dem zerstörten Gebiet. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Oh Gott. Okay. Karte. Oh, der ist ja richtig. Okay. Vollgas und durch da. Bitte nicht in die Luft fliegen. Bitte nicht in die Luft fliegen. Und da dann graben. Das wird toll. Ja, natürlich. Kann ich mir nichts Schöneres vorstellen. Okay. Minibike. Ab darüber. So. Zombie, teste mal bitte, ob da Minen sind. Sieht nicht danach aus. So. Noch ein warmer Pulli. Aber ich glaube, hier brauchen wir gar nicht so warme Sachen. So. Okay. Wo fangen wir an? Und diese Dinger, die Klotzen dahin zu bauen, das bringt eigentlich überhaupt nichts. So, also ich würde jetzt sagen, die wäre hier. Bitte, 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 bitte. Gib mir den Schatz, so schnell wie möglich. Okay. Ich glaube, ich bin schon wieder drüber, aber das gibt hier wenigstens schön Steine und Sand. So, komm ein bisschen weiter hier. Vielleicht. Ein bisschen nachjustieren. Oder Sand. Komm. Schatz. Bitte. Komm zu mir. Also Schätze sammeln ist absolut kein Hobby von mir, das sage ich euch. Ich finde die nicht. Und ich würde sagen, es ist 17 Uhr, ich fahre jetzt langsam nach Hause. Da ist mein Minibike. Und ja, die zwei letzten Schätze werde ich demnächst dann irgendwann mal vielleicht eventuell holen, falls ich Lust habe. Bisschen doof. So. Erstmal wieder zurück. Ich hoffe, hier geht's zurück. Aber ich glaube schon. Ja, Schneegebiet, oh, viel, viel angenehmer.
Nee, das macht keinen Spaß so. Wie gesagt, man könnte es skillen, aber ich habe so jetzt schon mit den ganzen Skillpunkten, die ich durch die Level und ich mache ja auch viele Quests, also ich habe wahnsinnig viele Punkte durch die Quests, aber ich sehe es nicht ein für ein bisschen Munition oder ein paar Casino-Tokens zu skillen mit Punkten, die ich im Grunde für viel wichtigere Dinge brauche. Deswegen und ja, es ist manchmal ganz nett, so eine Schatzsuche, aber meistens erweist sich das halt als sehr mühsam und keine Ahnung. Mit diesen vier Klotzen da außen rum, man muss trotzdem ein Riesenloch graben. Von daher weiß ich nicht, solange ich im roten Bereich von der Kiste rumgrab, ist es genauso. Als würde ich da eben Klotzen hinstellen, nur dass man es halt dann besser sieht, in welchem Radius das sein könnte. Aber wie gesagt, meine sehr teuren, verdienten Skillpunkte gebe ich dann nicht für Schatzsuche aus. Weil, was ich jetzt noch zum Beispiel wichtig finde, was aber für die ganzen anderen Skillpunkte nicht gereicht hat, war halt Rüstungsschmied. Und Rüstungsschmied zum Beispiel finde ich auf jeden Fall zwar jetzt nicht so wichtig wie die anderen Sachen, deswegen habe ich den jetzt ziemlich zurückgestellt, aber ja, bevor ich Schatzsuche skille ich die ganzen anderen Sachen, wo wichtig sind, zum Beispiel mehr Schaden mit Gewehr, mehr Schaden mit Schrotflinte, die ganzen Baumeister-Sachen auf jeden Fall und finde ich halt viel wichtiger einfach. So, das können wir schrotten, die brauchen wir auch nicht. Fleisch nehmen wir mit. So, dann rüsten wir uns mal ein bisschen um. Aha, Schaden, sowas. War wieder jemand hier, ja? So, und wie gesagt, durch die ganzen Quests, was ich ja jetzt mache, sammle ich ja jetzt auch noch für, ich glaube, der letzte Punkt, oder? Ist das der letzte Punkt für Rüstungsschmied? Ja. 18 Punkte brauche ich, dann habe ich den nämlich voll und wir haben jetzt erst einen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt hier wieder, ich werde zum Hirsch, es gibt halt dann immer nur zwei. Hier die ganzen Tiere und hier die Schatzkarten, aber die geben halt nur den Schatz, wo man findet und mehr nicht. Aber wenigstens haben wir wieder ein bisschen, aber da verdient man schneller Kohle, wenn man Betonplatten verkauft. Nur ich habe momentan kein Beton. Gut. Also, ich brauche zum Reparieren einmal das hier. Klamotten können wir reinschmeißen. Lass es, Schreihals. Lass es einfach. So, da wieder was gekauft. Ja, du hast Hunger. Iss, mein Mädchen. Da, ich habe letztes Mal so viel Fleisch verbraten für Wildbret. Zack. Jetzt haben wir schon wieder 50 Fleisch. Ach so, bin voll. Von daher immer jagen gehen und immer, wenn man irgendwo ein Tierchen sieht und ist es nur ein kleines Hühnchen, umschießen. komm, trink. So, ja, ich weiß. Warte, trinken. Schneeball, komm mal hier rein. Wo haut die eigentlich drauf? Hierhin, da. Das ist alles nur durch Autos und Lichter. So schön. Okay, das brauche ich für die Gitter zum Reparieren. Beton bräuchte ich auch zum Reparieren. Ich nehme einen mit. Stahl brauche ich nicht. Ja, nerv nicht da draußen und du da oben auch nicht. Wobei, ich habe ja Stahl. Oh, hier, Mantel mitnehmen. Das werfe ich einfach ins Minibike. So, Munition habe ich. Achso, ich habe ja gekriegt, genau. Dann habe ich alles. Reparaturkits, Hammer. Wo haust du drauf? Ah, da hinten. Treffe ich jetzt nur meine Ding wahrscheinlich. Mist. Ich treffe nur meine Zugbrücke. So.
Wenn ich sag Ruhe, dann heißt das Ruhe. Okay. Dann wollte ich... Ach ja, ich muss hoch. Verband zur Kammer. Ich würde glatt mal das hier mitnehmen. Ach nee, Molotow. Wo habe ich die Molotows? Nein. Ah, hier. Die Bleiader. Das ist so übel. Das ist richtig gut. Ist gerade nichts in Arbeit. Ich wollte mal die da mitnehmen. Einfach so. Ne, ich nehme die da mal mit. Einfach zum Test. So. Dann können wir die da aus... Nein, nicht die da. Das da können wir austauschen. MP kommt hier rein. So. Einmal nachladen. Ah, bin mal gespannt. Einfach mal was anderes probieren. Aber wo sind die Molotows? Wo habe ich die reingeworfen? Ach, Mann, hier. So. Genau. Oh, jetzt muss ich mich doch beeilen. Habe ich jetzt alles das hier? Munition? Ja, mehr als genug. Eieiei. Gut. Los zum Minibike. Ich wollte nämlich noch was machen. Komm, auf. Raus. Und aufsatteln. So, Türe ist zu. Wie gesagt, wir testen heute mal den Ansturm von der Riesenhorde. Wieso wird es jetzt wieder hell? Mach wieder rot. Was ist da los? So, dann hier, falls wir flüchten müssen. Ah, jetzt ist wieder rot. Komm. Stell dich... Obwohl, hier an den freien Platz. So, passt. Genau, nein, ich muss erst nach oben. Oh, dieser Weg. Ich hasse ihn. Aber er ist nötig. So. Einmal hier. So. Ich möchte im Grunde, wie soll ich sagen, die Falle wieder nicht testen, sondern einfach wieder in Gebrauch nehmen. Ihr seht schon, ich habe alles repariert. Und ja, man macht viele dumme Sachen, wenn man auf Beton wartet. So, hier. Und dann einfach nur, entweder sie klopfen selber drauf und sprengen vielleicht einen kleinen Teil der Horde weg. Oder aber... ich schieße dann auf den Fass und spreng eventuell eine kleine Horde weg. So, einmal Zähne zusammenbeißen, Mädchen. Und das war dumm. Au! Weil ich habe vergessen, dass da jetzt die Spitzen drauf sind. Haha. Ja, weil vorher war immer ein Platz frei, wo keine Spitze war. So, und dann konnte ich da mal hochspringen. Aber jetzt zwei Dinger hochspringen ging nicht. Egal. So. Okay, einmal hier, einmal da. Und die stelle ich jetzt einfach hier drüben so mitten rein. Ganz egal. Wie gesagt, entweder spreng ich die oder ein anderer schlägt drauf und sprengt dann alles. So. Uiuiuiuiui. So. Dann gib mir noch die Molotows runter. Dann brauche ich aber auch trinken, auf jeden Fall. Weil wenn ich mich wieder selber abfackel, dann muss ich ganz schnell was trinken. Erste Hilfe, Hammer. Ja, passt. Reparieren können wir zur Not. Abfackeln, schießen. Ich würde sagen, es ist... alles soweit fertig. Und von mir aus kann das Barbecue beginnen. Und hier dann wieder schön aufmachen. Uiuiuiui. Zu machen, Sachen runterwerfen. Und wie gesagt, ich hoffe, ich habe genug Zeug dabei, aber müsste reichen.
wenn da viele, viele Cops spucken, dass ich dann ja dementsprechend reparieren kann. Ach, ich bin gespannt. 10 Sekunden geht's los. Wenn wir schon keine Schätze finden, dann wenigstens eine Horde. Beziehungsweise die Horde findet mich. Oh, mal schauen, wie das jetzt hier wird. Erstmal warten und dann gucken eben. Und wenn der hier irgendwie einkrachen sollte, renne ich darüber. Hallo, meine Freunde. Hallo. Seid willkommen. Fühlt euch wie auf dem Barbecue. So, ich weiß nicht mehr, wie es geht. Ach so, ja, der. Ja, ja. Da haben wir wenigstens ein bisschen Spaß, wenn wir schon keine Fels in der Brandung haben. Brennt! Wo ist der Kopf? Die haben die Dinger hier schon gesprengt. Alle 4 Fässer.
Okay. Das war das viele Pimpern. Oh, jawohl. Okay, das war nichts. So, erstmal die Boxe. Hier in die Masse reinballern. Nachladen. Irgendwas werde ich schon treffen. Von der Mutter habe ich zu viel. Rückstoß ist heftig irgendwie. Ich zähle auf irgendwas und muss voll dagegen steuern. Haha, du. Weil es so schön war, wieder rüber. Kommt, meine Freunde. Ich hab da was für euch. Guckt mal. Oh, ich muss aufpassen. Die Dinger fehlen ja jetzt. Oh, das war doof. Oh, ein Schritt weiter und ich wäre geflogen. Genau das meinte ich. Brennt! Brennt! Jawoll! Hey, Freundchen! Oh. War ein bisschen über die Stacheln. Aua! Der ist explodiert. So. Haha. Bringt der eigentlich fest. So, hierher kommen. Und einmal durchs Feuer. Zack. Nee, da brennt keiner. Aber die brennen. Seh nix, wenn ihr spuckt. So, da kommt noch ein Kopf. Stirb doch bitte. Bist du tot? Ich glaub, du bist tot. So, habt ihr jemand ein paar Stacheln? Sonst kommt man ja rüber. Das sind noch mehr Stacheln. So. Deswegen ist es gar nicht so blöd. Nein. Au! Du Mistvieh. Ja, wenn man hier alles irgendwie zusammenhängen hat. Hier, nimm das. Flasche Bier für den Bullen.
Da. Renn. Kann man aber noch ein bisschen warten. Der Kopf, da ist da drunter. Ja, und die anderen sollen schön über die Zacken laufen. Au. Schutz suchen. Bis dann heilen. Und dann renne ich wieder rüber. Das ist, wenn man einen schönen Spielplatz hat, dann kann man viel machen. So. Man muss ein Licht dauern. Ah, das war ein Kopf. Ein bisschen Licht für meine Freunde. So. Und den Weg erleuchten. Hier. Rennt ihr? Nein, schade. Haben wir ja bald schon geschafft hier. Man sieht gar nichts vor lauter Feuer. Die haben echt gewütet. Die besten Waffen sind immer noch Scharfschütze und Schrot. Finde ich. Sehr schön. So, du lebst noch. Komm. Bitte aufpassen, aber ich sollte vielleicht mal reparieren. Ein bisschen. Komm, lauf über die Stacheln. Ja, wir gehen auch mal rüber, oder? Ein bisschen Feuer legen. Den Kopf nehmen wir noch mit. So, da war noch einer hier, direkt hinter mir. Ich zieh mich an. Ja, das sind aber noch einige. So, vorsichtig, die Klappen. Freund, lass es. Spinner, du auch. So, wenigstens, komm, ja, der hat Feuer gefangen. Die krabbeln alle, oder sind langsam. Ich dachte, das sind noch ein paar Cops. Oder sind jetzt schon alle explodiert? Da ist noch eine Spinne. Ui, zack. Ah, Dompa hat's vielleicht erwischt. Also vorsichtig. Da schmeißen wir auch noch mal ein bisschen runter. Aber im Großen und Ganzen ist es zwar wahnsinnig viel Schaden, aber bei der Menge und bei der Menge an Cops, glaube ich, ist das trotzdem ganz gut. So, die krabbeln. Oh, nee, das ist kein Cop. Das ist der, was so Kunst. Da hinten, das sind noch zwei Cops. Komm her. Wenn ich runtergehe, will ich nichts mit den Cops hier zu tun haben. So, komm, und. Bam, na gut.
zu einer Badezone, oder? Nee. So, wo seid ihr? Spinne, Spinne, die ist hier. Hier, ja. Oh, da ist noch eine Spinne. Will ich auch erledigen. Okay, der Rest krabbelt, kriechert und betet mich an. Quatsch. Alter, so gefällt mir das. Zack. Ihr Hartnäckigen, warte, ich mach das so. Und das ist eigentlich total blöd, wenn da nur 30 Schuhe sind. So. Na gut. Ich hab hier noch was Schönes. Nein, ich wollte wechseln. Guck mal. Ist es euch zu kalt? Kein Problem. Ich kann es euch wärmer machen. So, meine Untertanen. Folget mir. So. Oh, da ist ja noch ein Kopf. Letzte Kopf. Oh, das sind sogar zwei. Der hängt da wohl fest. Oh, ich auch. Schnell raus. So. Wo ist der andere? Bleib stehen, bleib stehen. Sehr gut. Okay, wo ist der andere? Steckt er hier fest? Nö. Hallo Soldat, hast du was Schönes dabei? Na toll. Na toll. So. Ich werde zwar nicht mehr pünktlich fertig um 4, aber man hat mehr Spaß mit mehr Zombies. Ja. Man kann es aushalten. Ja, der Rest kriecht da nur noch dahin, deswegen würde ich sagen, ich räume hier in Ruhe auf. Verbrenne den Müll. So, zum Beispiel das ganze radioaktive Zeug. Jawoll. Und Kaktus. So, und dann so, würde ich trotzdem sagen, ein bisschen reparieren müssen wir auf jeden Fall, aber im Großen und Ganzen, es steht noch alles. Sehr gut. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Kommt meine Armee. Wir suchen uns jetzt was zum Angreifen. Tschüss.